Hallöchen Leute, und da bin ich wieder, Conny von Panic Hut Centurion, mit einer neuen Aufnahme von Planet Side 2. Die zweite Aufnahme von heute, weil die erste einfach nicht ging. Ja. Mir wurde gesagt letztens, dass ich die Havoc spielen sollte. Das wurde mir in den Kommentaren geschrieben. Ich habe vorhin gerade eben geguckt. Das ist eine Schrotflinte, und zwar ist das die besondere Schrotflinte, die ich spielen kann. Hahaha, und nicht jeder von euch. So. Warum ist das Premium oder was? Nee, du musst alle Waffen des Typs auf Oraxium haben. Damit die besondere Waffe kannst. Bei LMGs kriegst du dann die Butcher. Die habe ich. Also sowas wie Gold. Fuck. Hätte Vorteil gehabt. Das ist halt sowas, so eine sowas halt eben wie die Diamantentarnung bei Blobs. Oh, wahrscheinlich, das ist dann einfach so eine Belohnung. Die Waffen sind dann halt sehr gut oder irgendwie so. Und halt spezielle Effekte, zum Beispiel die Butcher. Die hat die Feuergeschwindigkeit von. Feuerrate von. Wie heißt sie? Von der Standardwaffe. Hat ein 150er Magazin, ist dafür aber genauer. Deswegen, das sind so spezielle, besondere Waffen, die dann gut sein sollen. So, jetzt habe ich auch 30 FPS gerade eben an der Aufnahme. Ich habe keine 30 FPS. Oh, fuck. Und es ist mal wieder dunkel. Warum ist eigentlich immer dunkel, wenn ich die scheiß Aufnahmen mache? Nein! Aber wir fliegen ja einfach mal mit Lärm aus hier und versuchen alles abgedeckt. Wir fliegen fast in die gegnerische verbündete Mossi rein. Weil uns so eine dämliche, hässliche Flakmaske abgeknallt hat. Da haben wir einmal uns gedreht, damit wir jetzt wieder voll im ja, da war die Flak vom, wie heißt von dem, von dem Ding da hier, von dem großen, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Hampstation, genau so nennt sich das. Oh, so viele Sandra. Eine Basis. Cool. Aber irgendwie wird dominiert gerade die DR. Ist mir jetzt ein bisschen blöd. Immer da gucken, und ich werde heute mit dem Medic spielen, und zwar spiele ich die SABR 13 oder ist das die 16? Die 13 mit HSNV Visier, das ist das hier, und schön Griff, Handgriff, damit das Ding natürlich auch schön genau ist, ne Mädels? Ihr kennt das hier. Der Sinn dahinter der ganzen Sache ist, Masuda! Mal was anderes spielen wollte als immer nur Heavy, und deswegen habe ich mal Medic genommen. Und da ich sowieso die Medic-Waffen sowieso mal hauen will, oder wollte. Deswegen habe ich mir gedacht, fange ich hiermit an. Mit der habe ich nämlich schon irgendwie über 400 Kills gemacht. Und dies besonders, wie man unten in der Mitte sieht, in meinem HUD, oder hat, wenn man nennen will, dass es ein Zweierschuss ist, also es schießt ein Zweiersalve. Dadurch ist das Gewehr halt recht genau. Leute. Warum gehen die raus? Wenn ich dann noch genügend Aim hätte, würde ich sogar Gegner treffen. Kevin, sag mal, warum der jetzt geragequittet ist. Kann ich dir nicht sagen, warum der geragequittet ist. Okay. Das ist doch für ein Arsch, Alter. Ich habe zwar noch 45 Minuten 3-0 geführt, aber hat doch die Sache nicht verändert. Da ist ein dämlicher Harrison, und der schon nicht im Weg. Die Bulldog hat mich gesehen. Das ist scheiße. Oh, dieser Aim! Oh, ich bin so gut! Ich hätte vielleicht vorher spielen sollen, oder? Nee. Nee. Geht auch so. Es geht. Muss ich mich ein bisschen einspielen, dann geht das hier, dann haue ich hier alle down, ey, die ganzen Traps hier. Muss ich hin in die Richtung. Seht ihr das? So, hab jetzt 10 Schuss gemacht, das waren 5 Klicks. 10 Bullets, da war der down. Pack. Schnell und dann einfach. Sollte ich eigentlich schon FIFA 14 Videos machen, oder nur FIFA 15 in der Nähe?
als erstes über 15 und danach über 14. Aber bescheuert. Es geht doch eh nur um den Multiplayer. Wenn ich FIFA 15 habe, spiele ich doch kein FIFA 14 gegen. Dann machen wir nur FIFA 14. Also kein FIFA 14 machen wir dann. Sowieso in einer Woche oder so. FIFA 14, nächstes FIFA hast. Das stimmt. Bestimmt gar kein Fußballer, also Fußball gucken der Leute auf deinem. Keine Ahnung, ich guck's auch nicht, ne? Das war voll witzig. Der hat mich gesehen. Voll los. Selber schuld. Wärst mal in deinem Panzer geblieben. Jetzt ist dein Panzer zerstört und du bist tot. Ich bin so böse. War hier noch irgendjemand? Ist hier jemand? Nein. Der ist verbündet, der ist verbündet. Irgendwo wurde mal ein feindlicher Ingenieur gesichtet. Oh, der hat's auf mich. Der steht an dem Scheiß. Ich sehe den nicht, das ist blöd, wenn es dunkel ist. Das hat er natürlich, ja, mal einfach nicht gesehen. Ich habe ihn zu spät gesehen. Das ist blöd. Warum muss es denn eigentlich immer dunkel sein, wenn ich die Aufnahme starte? Das ist scheiße, echt. Vermisst mir der ganze Tag, ey. Da hab ich schon wieder keinen Bock mehr, ey. Oh, 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 oh. Wow. Stirb! Drecksau. Ja, endlich hast du ihn in die Luft gesprengt, ey. Der Harold-Satzfahren ist so noobig, ey. Oh! Ich heile dich. Dankeschön. Danke. Herzlichen Dank. Speise und Trank. Heizung, Licht und Garage. Aber hört mal. Ihr müsst mal genau hinhören, wenn ich schieße. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, weil ich ja immer die Audio so nicht leise mache. Wie Sound. Das hört sich jedes Mal an, wenn die Waffe schießt, als wenn man irgendwie zwischen zwei Häusern wäre, sodass das links und rechts fällt. Scheiße gebaut. Ja, ich finde die sowieso. Die neuen Soundpacks von ich. Von den Terranern finde ich beschissen. Hört sich an wie Pappkanonen. Das sollte okay, Add-ons, also so Mods. Also ein anderes Spiel, zum Beispiel WoT, da hört sich der Standard-Sound auch für den Arsch an. Oder lädt man sich irgendeinen Mod runter und dann. Ich habe noch nie gehört, dass man Blendezeit sich. Blendezeit runter kann. Ah! Die meisten Spiele, wo ich jetzt kenne, basieren mittlerweile auf Erweiterungen. Also zum Beispiel bei Elder Scrolls Online oder so, da gibt es auch überall Add-ons, die du brauchst. So spart sich A, das Entwicklungsteam, das HUD bearbeiten, weil die meisten Leute tun sich ja HUD dann so konfiguriere, wie es ist, also wie es wolle. Und dann gibt es halt eher noch die Sounds. Und ich sag dir, der Sound ist halt jetzt den Arsch. Nicht jeder kann sich leicht taglang die eine Baracke von der schwedischen Armee mieten, um dann die Sounds aufzunehmen. Oh. Das macht ja immer, das macht ja Dice. Die tun sich ja immer Tour einen Tag lang die eine Baracke in Schweden miete mit alle drum, mit alle Leute drin dran. Ja, die der Sound von Battlefield 4, der hört sich ja auch schon gut an. Ja, deshalb, weil die das halt eben machen können. Haben aber auch Geld, nee. Ja, ist ja nicht so, dass Sony eigentlich kein Geld hätte, aber. Ganz sagen, Sony hat das Geld. Da müsste und die japanische Armee, die haben auch genug Waffe. Oder ich weiß jetzt nicht, wo. Wie das produzieren lassen, aber Sony sitzt ja in Japan, also können, schätze ich mal, könnte die echt japanische Armee mal dort dafür antreten lassen. So, ich verleg mich mal. Trio. Ja gut, Laserwaffen kann man schlecht. Jawohl, ich folge. Ah,
Laserwaffe kann man schlecht jetzt in echt abschießen lassen, aber. Die ja, aber die Terraner und die NC, die kann man. Oh! Oh! John Käse! Bam! John Käse? Nee, John Käse! So ein Käse? Oh Mann, ey, ich will das spawnen! So, Standbild? Hast du dich schon verlegt? Ich verleg mich dahin, ja. Ich versuche mich dahin zu verlegen. Ah, jetzt kann ich spawnen. Spawn, spawn, schneller, los, 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 los. Spawn! Standbild. Warum hat man immer Standbild hier seit neuestem? Im Ranz-Game. Ranz-Game! Los, FPS hoch. Muss ich aufnehmen. Ich verdiene mein Geld damit. Entlebensunterhalt. Das ist wieder ein blöder Kommentar. Oh! Was du da? Naja, Käse, wenn ich Geld verdienen würde mit meinen Videos, hast du ja gesehen, wie viel Geld wir verdienen würden. 12 bis 16 Euro im Monat. Würde ich machen. Da hielt ich da keine Partnerfirma und die Partnerfirma, die ich wollte, die sind, ja. Das wäre im Jahr 120 Euro. Und außerdem, die meisten Partnerfirmen machen erst Payout ab 100 Dollar. Also, die sparen. Ich hab monatelang wartet, bis überhaupt mal Geld. Oh oh, Battle Sandra. Nicht du. Oh! Oh! Schon bitte! Heilen, 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 heilen. Wenn ein Medic, der sich heilt. Don't rage win! Don't rage win! Oh, schießt dir mal Lance auf mich. Warum tun die Mixer jedes Mal aus dem Game rausgehen? Klar, es sind zwar nur noch 50 Minuten, aber das kannst du nicht gewinnen. Warte mal, ich glaube, ich muss da gleich ein Piep ein. Eier! Das ist jetzt eine Platte! Das ist Käse Rage, Leute. Käse Rage, Käse Rage. Käse Rage. Nein! Und schon wieder, ey. Diese scheiß Battle Thunderer da, ey. Die haben noch nicht mal Panzerung. Was können denn die Terraner? Guck mal, wie viele Fahrzeuge da stehen. Jetzt, Leute, macht mal was Sinnvolles. Bringt die um. Rettet mich. Rächt mich. Los! Eigentlich wollte doch mal hier jemand mitspielen. Cool, ey. Ihr wollt doch mal mit mir spielen. Jetzt ist er nicht da, wenn ich auf. Jetzt ist er nicht da, wenn ich auf. Lieber Fool Elf. Wenn du dieses Video siehst, dann musst du mir, dann musst du dann on sein, wenn ich aufnehme, damit du mitmachen kannst. Mir ist es recht egal, ob du mitmachst oder nicht. Es war schön, wenn du mitmachst, damit mehr Leute da sind. So, aber wenn es halt nicht geht, wenn du nicht da bist, ich kann auch nur dann aufnehmen, wenn ich Zeit habe. Ich habe auch immer nicht Zeit. Ich habe einen straffen Terminkalender. Ich muss jetzt in ein paar Tagen 1500 Euro abkassieren. Brauche ich dann. Ja, für Orks was teilen. Achso, das? Wir haben doch immer das Team! Bei uns hat sich noch keiner teil, hat immer noch keiner teilgenommen. Es sind immer noch 1000, aber egal! 1500, jetzt kennt man. Wir kriegen mal 1500. Bleibling! Medic! Medic! Scheint noch jemand. Was mir die Frage ist, nee, jetzt bin ich nicht. Komm, ich heile dich mal, weil ich's kann. Wow, ich mal blöde Charme. Ich bin den Scheiß, ey. So, den kann ich auch noch schnell wiederbeleben. Bin tot. Medic spielen macht schon Spaß. Man kann andere Leute wiederbeleben und kriegt verdammt viele Punkte. Wenn man ordentlich Zeit hätte und nicht hier sowas Blödes. Was Dämliches hier. Wenn die Terraners noch nicht mal schaffe. Entweder komplett gegen zu pushen. Ja, machen wir ja gerade, aber
Bahnhof. Was soll denn das? Der wollte mich absnipen. Soll ich meinen Kollegen auf jeden Fall abgesniped?